Der Prototypvater, sein Outfit ist sein Bierbauch, sein zu eng geratenes Bodyshirt, natürlich auch die Fernbedienung und sein schlechte Laune-Gesicht. Was ist typisch, Vater? Dein Vater hat immer Schritte zu Hause, obwohl keiner zu Hause ist. Und dann kriegt er Paranoia und denkt, scheiße, ich muss meine Kinder meckern. Hallo? Ist jemand zu Hause? Hallo? Mach mal deine Hausaufgaben. Mach deine Hausaufgaben schnell. Ein typisches Vateroutfit ist natürlich die Halbglatze, die so aussieht wie eine Herdplatte. Ein Vater muss sich anmeckern. Nicht nur aus Prinzip, er muss meckern, komme was wolle. Mann, ich hab keinen Bock auf Arbeit, Mann. Das ist übertrieben anstrengend. Okay? Wie, du hast keinen Bock auf Arbeit? Früher, damals, wo ich war in Afrika, ich bin vor der Schule gerufen, 2 Stunden. Dann nach meiner Arbeit 1 Stunde gerufen. Dann ich bin normal 3 Stunden nach Hause gerufen. Hausaufgabe gelernt, Wohnung sauber gemacht, alle gemacht. Und du sagst, du hast keine Bock vor Arbeit? Geh Arbeit, such mal Arbeit. Du denkst, dein Leben ist okay. Ist okay. Geh. Und ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, wenn ein Vater dir etwas über Sex erklären will. Ekelhaft. Wie rough eigentlich deine Beziehung? Beziehung, alles cool, warum willst du es wissen? Weil ich bin dein Vater, ich muss wissen, weil du bist der Ata, da du magst auch Boom Shakalaka. Ich will nicht mit dir über Boom Shakalaka. Warum nicht? Nein. Guck, ich erkläre dir. Guck mal, deine, was du hast zwischen deine Beine. Manchmal, du hast diese Gefühle in deinem Körper und dann wird hart wie ein Stein. Und dann der Frau ist auch da, sie hat andere Sachen da. Aber du musst deine, was du hast, bei ihr reinmachen. Aber nicht so doll. Papa, ich will nicht über harte Sachen Boom Shakalaka reden. Warum? Ich muss dir erklären, dann du machst einen Fehler. Du musst immer schützen. Immer schützen, wie du putzt deine Zähne, du schützt deine Zähne vor Karies. So, du musst deine Pipi-Mann schützen vor einer Krankheit. Willst du Krankheit? Eltern lieben es, ihre Kinder rumzukommandieren. Die Fernbedienung liegt neben ihnen, aber trotzdem muss der Sohn die Fernbedienung den Vater geben. Barry! 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 Ah! Barry! Ich ruf dir, Barry, hallo! Leute, ich verstehe das nicht. Ich frage euch jetzt mal ganz kurz. Ist es auch bei euch so, als ob ihr alles falsch macht? Eltern sind fürs Meckern geboren. Mann, ich will Fußballer werden und vielleicht will ich auch Rapper werden. Ich will einfach nur mein Leben leben. Aber nein, du wirst Arzt. Dann wirst du noch Jura studieren. Dann machst du noch Maschinenbau. Nein, ich muss keinen Maschinenbau studieren. Ich bin doch schon eine Maschine. Was soll die Scheiße, Mann? Meine Kinder sind scheiße. Immer mag Scheiße. Der eine, Barry. Er duscht nicht, stinkt jeden Tag. Sie ist zu Hause, Playstation, Essen mag nicht weg. Der er kacke. Ich sag ihm, wenn ich wasche, der Unterhose Kackerstrich ist alle da. Er mag gar nicht. Warum? Ich sag ihm, er muss so machen, er mag anders. Ich kann nicht mehr. Er denkt hier in Deutschland, er kann machen wieder mal. Aber nein, mein Zuhause ist Afrika. Meine Regie, ich bin der Vater. Ich sag, er mag. Fertig aus Andy. Und so hört es sich an, wenn zwei Väter miteinander reden. Junge. Mein Chinese Brother. Hey. Wie geht's dir? Ja, wie geht dir? Gut dir? Ja, wirklich alle da. Kinder alle gut? Nein, Kinder alle scheiße. Warum? Ja, die hässlich, ja. Meine auch hässlich. Deine auch hässlich? Der stinkt. Ja, stinkt auch? Warum? Bei mir mag Kacke, er mag Mund. Weil einer der Reddy ist halt nicht aus. Dein Kinder ist was. Aber mein Kinder, kleine Pipi. Das noch warum? Super. Warum? Mag gehst du Doktor, gehst du Arzt? Na, geht nicht. Weil meine Kinder, der hat große Pipi, aber er mag gar nicht. Er will nicht mit mir darüber reden, über Boom Shakalaka. Ah, sein Auge wirklich, ich muss schlagen, dein Auge. Ich sehe sein Auge, ich muss komm, wirklich. Komm, wir beide gehst zu ihm, dann du schlag ihn mit Karate. Du kannst Jackie Chan, du kannst. Ja, ich kann. Mein Junge. Der wirklich so scheiße, ja? Ja? Sein Auge, wenn ich sehe sein Auge, ich möchte ihn schlagen, wirklich. Wenn ich sehe sein Gesicht, ich möchte wirklich Bock in sein Gesicht, wirklich, ja? Ja? Nächster Mann, wenn er zu mir sagt, ja, Papa, ich hab Mädchen kennengelernt. Ich sag, du Mädchen kennengelernt, ha? Ha? Ich hab kleine Schwan, aber du hast auch wie dein Freund, du hast auch Mutti, ja? Dein Schwan so klein, wirklich, ja? Du hei dein Schnauze, fick dein Leben, wirklich. Und deine Mutter auch heute noch, bum bum, ja? Ich hab die 1 Million geknackt auf YouTube, Mann! Überkrass, danke dafür. Und Ben Mood war von Tag 1 dabei. Wir haben mit Prototypen angefangen. Wir haben so viele Prototypen gemacht. Von Türke, Kurde, Grieche, Italiener, alles haben wir gemacht. Afghane, Mann, das waren so viele Sachen, die wir gemacht haben auf YouTube. Wir haben mit Handykamera-Videos angefangen.
Und jetzt machen wir so eine Videos, wo die Qualität immer besser wird und das nächste Jahr wird sehr, sehr heftig werden auf Bodyformers. Ihr könnt euch überraschen, das wird wirklich sehr, sehr geil werden. Das wird das nächste Level auf Bodyformers kommen, Leute. Und ich wollte mich einfach bedanken mit diesem Video. Danke, dass ihr von Tag 1 dabei seid. Danke, dass ihr mich weiterhin unterstützt. Danke an jeden, der wirklich Tag für Tag dazukommt, Leute. Überheftige Motivation. Und ich kann euch eine Sache sagen, Leute. Das Video ist nicht das Abonnenten-Special-Video. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was euer Abo-Special sein sollte. Schreibt es einfach rein. Ich würde gerne wissen, worauf ihr Bock hättet. Aber Leute, keine Sorge, ich habe den Betonmischer-Song fertig. Der wurde fertig aufgenommen. Wir haben noch kein Video dazu gemacht. Und wenn das Video fertig ist, werde ich dann euch auch sagen, ey, es kommt dann circa in 3 bis 4 Wochen raus, Leute. Der Song ist fertig. Es wird der Song kommen, Leute. Lasst euch überraschen. Es ist wirklich sehr, sehr witzig geworden, Leute. Danke dafür, Leute. Und was sagt ihr dazu? Sollte mein Song das Abo-Special werden? Auch wenn ich jetzt schon die Million habe. Der Song wird kommen. Ich halte euch auf den Laufenden. Ihr seid die besten Supporter. 1 Million Abos auf Bodyformers. Peace out.